Der Mai läutet jedes Jahr die Blockbuster-Saison im Kino ein. Aber auch auf den diversen Streaming-Portalen warten riesige Highlights auf euch. Was wird das hier? Sind wegen des Goldes hier. Wie immer seht ihr das Best-of des kommenden Monats in nur 30 Minuten in einer neuen Folge Watchlist. Bereit für ein letztes Abenteuer? Dazu auch Interviews mit dem Cast der deutschen Fantasy-Produktion Der Greif. Und als weitere Kirsche oben auf der Torte auch noch mit dem legendären Romanautor Wolfgang Hohlbein. Einer der Gründe, warum es so lange gedauert hat, bin natürlich ich. Ja. Du hast ein paar wichtige Infos weggelassen, aber im Wesentlichen stimmt's. Viel Spaß. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Watchlist in meinem Lieblingsmonat, der Mai. Und im Mai gibt es nämlich auch grundsätzlich immer tolle Filme und Serien zu bewundern und zu erkundschaften. Und ich habe euch wieder die Highlights zusammengestellt und starte auch direkt mit der zweitteuersten Serie bei Prime Video ever. Citadel heißt die, von den Russo-Brüdern in der Produzentenrolle. Und die Russo-Brüder, wer jetzt vielleicht sagt, ah, den Namen habe ich doch schon mal gehört, haben zum Beispiel die Avengers-Filme gemacht oder letztes Jahr den teuersten Netflix-Film aller Zeiten. Geld ausgeben können die beiden, nämlich The Gray Man. Jetzt gibt es eine neue große Spionagewelt und ein großes neues Franchise, denn die zweite Staffel ist bereits bestätigt. Es geht los mit Citadel. Hast du noch nie das Gefühl gehabt, woanders hinzugehören? Jemand anderes zu sein? Kommt dir mein Gesicht nicht bekannt vor? Vor 8 Jahren fiel Citadel, die unabhängige globale Spionageagentur, die für die Sicherheit aller Menschen sorgen sollte, wurde von Agenten von Manticore zerstört, einem mächtigen Syndikat, das die Welt aus dem Verborgenen heraus manipuliert. Mit dem Fall von Citadel wurden die Erinnerungen der Eliteagenten Mason Cain und Nadia Sin ausgelöscht, nachdem sie nur knapp mit dem Leben davonkamen. Seitdem leben sie im Verborgenen und bauen sich unter neuen Identitäten ein neues Leben auf, ohne sich ihrer Vergangenheit bewusst zu sein. Bis Mason eines Nachts von seinem ehemaligen Citadel-Kollegen Bernard Orlick aufgespürt wird, der dringend seine Hilfe benötigt, um Manticore an der Errichtung einer neuen Weltordnung zu hindern. Vor 8 Jahren wurden wir von einem unserer Leute verraten. Wir gestalten die Welt um. Es ist nur eine Frage der Zeit. Bereits nach wenigen Momenten merkt man auch, jawohl, hier soll es riesig groß werden. Hier ist Budget im Spiel und hier vor allen Dingen auch extrem große Action. Und da kann man nur sagen, dreht auf jeden Fall zu Hause den Fernseher so laut wie möglich, denn dann bekommt ihr so ein richtiges Kino-Feeling auch ins eigene Wohnzimmer. Richard Madden spielt hier die Hauptrolle, genauso wie Priyanka Chopra und Stanley Tucci. Und den mag ich ja total. Ich finde, er hat immer so etwas besonders Stilvolles. Und gleichermaßen ist er hier aber auch in einer etwas dreckigeren Rolle unterwegs. Und so dieses Trio ist auf jeden Fall so der Dreh- und Angelpunkt dieser Serie, die ja wiederum aber auch eben so ein großes Universum werden soll, dass es auch einen indischen und einen italienischen Ableger auf jeden Fall geben soll. Und alles ist natürlich dabei, was man bei so einer Spionageserie braucht. Man merkt, es ist eine Serie, entsprechend lässt sich das alles etwas mehr Zeit und man denkt sich manchmal so ein bisschen, okay, jetzt kommt doch mal so ein bisschen mehr zum Punkt. Aber natürlich soll sich auch diese ganze Welt erst einmal entfalten und vielleicht seid ihr da etwas weniger ungeduldig als ich. Man spürt auf jeden Fall, dass alle auch extremes Training gemacht haben und das ist mir bei Actionsequenzen immer sehr wichtig, gerade wenn Menschen miteinander kämpfen, dass es sehr körperlich ist und ich wirklich das Gefühl habe, ja, der geht echt in die Magengrube, das tut richtig weh und vor allen Dingen wiederum auch, dass man es so gut inszeniert, dass auch glaubwürdig eine etwas zierlichere Frau einen Bären quasi auch irgendwie bekämpfen kann, eben oftmals durch Technik, durch Köpfchen. Also wie das gemacht ist, das mag ich auf jeden Fall total. Es ist jetzt für mich dennoch keine Serie, die irgendwie alles neu erfindet, sondern es ist sehr geradlinig, sehr geradeaus, klar, also mit geradlinig, das heißt dann schon, dass es auch Twists gibt, aber es ist sehr, wie man sich genauso eine Serie vorstellt. Das kann man jetzt auch kritisieren und sagen, naja, es hat mich jetzt nicht überrascht,
Gleichzeitig kann man aber auch sagen, naja, wer Bock auf sowas hat und das in richtig gut produziert, wird bei Citadel auf jeden Fall fündig und schaut definitiv einmal rein. Die ersten beiden Folgen starteten ja im April, jetzt jeden Freitag eine neue Folge und wie gesagt, man darf sich auch jetzt schon auf eine zweite Staffel freuen. Man ist also, glaube ich, ziemlich optimistisch, dass Citadel ein breites Publikum, also auch bei euch, auf jeden Fall Anklang findet. Und daher bei so einer großen Produktion, die insgesamt ordentlich geworden ist, kann ich nur sagen, ab damit auf die Watchlist. Aufgepasst, es folgt einer der Geheimtipps des Jahres, nämlich German Genius. Ich hatte einen Weltstar markiert. Du willst jetzt nach London fliegen? Ja, Risiko, scheiß drauf. You wanna remake my show Extras in German for German people? Yes. Kida ist zurück. Und zwar bigger than ever. War er je weg? Auf jeden Fall will er weg von Tony Hamadi und seine Karriere endlich selbst in die Hand nehmen. Eine eigene Produktion scheint die Lösung für die größte Serie aller Zeiten. Traut ihm nur keiner zu, nicht einmal die eigene Familie. Da kommt ein Tweet von Ricky Gervais, der seine Darstellung des Clan-Oberhaupts Tony Hamadi in 4 Blocks feiert, gerade recht. Kida nutzt den Kontakt und überzeugt Ricky davon, ihm die Rechte für eine deutsche Adaption seiner Serie Extras zu geben. Dumm nur, dass es hierzulande kaum internationale Stars gibt und die Deutschen nicht gerade für ihren Humor bekannt sind. Auf dem Weg zur größten Serie aller Zeiten entgleitet Kida mit jedem Schritt durch die deutsche Filmwelt langsam aber sicher die Kontrolle. Wir haben 150.000 Euro investiert. Sollen wir das einfach wegschmeißen? Als allererstes möchte ich sagen, ich liebe das Konzept. Das ist eine Art von Mockumentary-Comedy-Serie meets. Wir wollen eigentlich Ricky Gervais Extras neu auflegen, aber stellen fest, naja, die riesigen Stars haben wir in Deutschland halt irgendwie nicht und alle großen Stars aus Deutschland tauchen dann irgendwie trotzdem in dieser Serie auf. Vor allen Dingen aber nicht als irgendwer, sondern als sie selbst. Attentat auf den Kaiser! Explosion 2! Also wie hier tatsächlich reale Personen in einer dann doch irgendwie fiktionalen Welt aufeinandertreffen, das macht so unfassbar viel Spaß. Und auch so dieser Mediensatire-Anstrich und vor allen Dingen dieses, ja, Vorurteile und Klischees oder so Gerüchte, was man über Leute gehört hat, wie sie sind, die werden hier einfach nochmal voll ausgewalzt und man nimmt sich eben überhaupt nicht ernst. Fantastisch. Das ist tatsächlich an der einen oder anderen Stelle wirklich genial und tatsächlich eine German Genius Serie, wie ich finde. Denn das hat es in dieser Form hier aus meiner Sicht noch nicht gegeben. Sie ist also sehr, sehr, sehr innovativ und vor allen Dingen einfach wahnsinnig lustig. Dass Kida Ramadan hier im Lead ist und vor allen Dingen auch noch seine Familie komplett mit einbezieht als reale Person, das macht so unglaublich viel Spaß. Und ich kann nur sagen, ihr solltet German Genius definitiv mit einem Ausrufezeichen bei euch auf die Watchlist setzen. Läuft erst einmal bei Warner TV Serie und eben bei allen möglichen Pay-TV-Anbietern könnt ihr die Serie dann auch schauen. Aber wirklich, ich bin so begeistert. Man kann es fast nicht in Worte fassen, wie absurd das Ganze geworden ist, sondern man muss sich selbst ein Bild machen. Und das könnt ihr eben ab Mai. Wenn man das Wort Familie mit so einer Inbrunst und Pathos vorgetragen bekommt, dann weiß man, man ist in einem ziemlich globalen Phänomen unterwegs, nämlich in der Fast and Furious-Reihe. Der 10. Teil mittlerweile kommt jetzt in die Kinos und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch dieser Film wieder Millionen Menschen auf der ganzen Welt begeistern wird. Gib Gas! Wir wären längst da, wenn Roman nicht so einen Fort Knox auf Rädern fahren würde. Jetzt kannst du mich glänzen sehen, Baby! Dominic Toretto ahnt nicht, dass seine Taten, die Jahre zurückliegen, tiefe Spuren bei dem mittlerweile mächtigen Dante hinterlassen haben. Dieser sind nun auf Rache und will die ganze Toretto-Familie auseinanderbringen. Es entbrennt eine Rachegeschichte, die alle Mitglieder der Originalcrew, aber auch Deckard Shaw, Bruder Jacob sowie den Neuzugang Tess auf den Plan ruft. Diese haben fortan alle Hände zu tun, um sich gegen den Gegenspieler sowie dessen Gefolgschaft samt Cypher und Ames zur Wehr setzen zu können. Da Dom nicht jeden aus der großen Familie beschützen kann und der rachsüchtige Rivale vor nichts zurückschreckt, wird er für die schwierigste Wahl seines Lebens gestellt.
werde ich deine Familie zerstören. Tatsächlich kann man mit dem ganzen Wort Familie so inflationär, dass in den Fast and Furious Filmen aber fast schon legendär genutzt wird, ein Trinkspiel draus machen oder sagen, okay, ich esse immer nur Popcorn, wenn dieses Wort fällt, und definitiv wird der große Eimer auch in dem Fall dann leer sein. Die Fast and Furious Reihe ist ja tatsächlich so als Auto-Action gestartet. Und ich selber sage mittlerweile, dass er fast eher so eine Fantasy-Action-Reihe geworden ist. Denn die Stunts, die sehr, sehr großartig in Szene gesetzt sind und auch von den wirklich besten Stuntmännern und Frauen der Welt umgesetzt werden, werden aber wiederum ja auch immer absurder. Also da sind Dinge, wo man einfach weiß, okay, egal wie man das auch nur ansatzweise versuchen würde, das ist physikalisch völlig unmöglich. Und entsprechend von Film zu Film wird es irgendwie immer abstruser und immer verrückter. Du wirst bald alles über Angst lernen. Boom. Aber irgendwie ist das auch so ein Punkt, bei dem man merkt, ja, da nimmt sich der Film an der Stelle jetzt gar nicht mal so ernst, an anderen Stellen dann wiederum sehr. Und am Ende ist es aber genau die Dynamik, die am Ende dafür sorgt, dass diese Filme so erfolgreich sind. Und so jetzt eben auch Teil 10 von der Story muss man jetzt auch nicht übermäßig viel erwarten, sondern warum schaut man Fast and Furious? Weil man absurde Action sehen möchte und das gerne über 2 Stunden lang. Und wer da Bock drauf hat und auch bei den ersten 9 Teilen sich unterhalten gefühlt hat, sollte das wiederum auch auf der großen Leinwand bewundern, denn dafür sind die Filme nun mal gemacht. Ab Mitte Mai also im Kino und ab jetzt bereits auf der Watchlist. Einer der beliebtesten und vor allen Dingen erfolgreichsten Romanautoren aus Deutschland ist Wolfgang Holbein. Seit Jahrzehnten begeistert er Generationen mit Fantasy-Geschichten, aber auch Horror-Geschichten. Und das ist ein Wahnsinn, was er alles schon veröffentlicht hat. Aber bislang sind erst sehr wenige seiner Werke auf die Leinwand oder eben auf einen Streaming-Service gekommen. Das ändert sich jetzt mit einer sehr ambitionierten und vor allen Dingen epischen Serie aus Deutschland bei Prime Video, nämlich mit Der Greif. Krefeld 1994. Die drei Außenseiter Mark, Memo und Becky entdecken eine fantastische Welt, genannt der Schwarze Turm. Dort unter Joch der Greif, ein weltenverschlingendes Monster, alle Lebewesen gnadenlos. Mark findet heraus, dass er der Einzige ist, der den Greif besiegen kann. Aber er ist kein Held und will auch keiner sein. Er hat genug mit der Schule, seinen Wutausbrüchen und seiner ersten großen Liebe zu tun. Ein Kampf gegen Monster kommt für ihn überhaupt nicht in Frage. Doch als Marks Bruder Thomas verschwindet, müssen die Freunde in die Welt des Schwarzen Turms aufbrechen und sich der Gefahr stellen. Was ich total mag am Greif ist, und das liegt natürlich an der Romanvorlage, dass wir hier vor allen Dingen auch eine Konfrontation zwischen Fantasywelt und Realität haben. Das heißt, wir sind nicht von Sekunde 1 nur in einer fantastischen Welt und überall sind Fabelwesen, sondern wir sind vor allen Dingen in Krefelden in den 90er Jahren, also in einer Realität, die wir auch dann erst einmal gezeigt bekommen, nämlich wie junge Menschen dort das Lieben lernen, gleichzeitig Außenseiter sind, Walkman hören. Also das ist wirklich direkt volles Rohr in den 90ern, aber ohne, dass jetzt an jeder Ecke irgendwie so ein kleines Gimmick schreit, so habt ihr gemerkt, wir sind in den 90ern, sondern es ist sehr, sehr zurückhaltend insgesamt in Szene gesetzt. Gleichzeitig ist das natürlich auch ein Vorteil, dass man bei einer Serie aus Deutschland, die natürlich ein anderes Budget hat als jetzt eine internationale Serie, dass man nicht in jedem einzelnen Shot irgendwie große VFX-Elemente hat, sondern dass man hier erst einmal relativ behutsam in diese ganze Welt einsteigen kann. Und das ist ziemlich gut gemacht und vor allen Dingen begeistert mich, der junge Cast, also sowohl Jeremias, aber auch Theo, Soran und vor allen Dingen Lea Drinder, die ja bereits auch bei der neuen Bahnhof-Zoo-Verfilmung eine fantastische Rolle hatte, können hier definitiv so dieses Gruppengefühl, wir müssen gemeinsam durch dieses große Abenteuer durch kreieren, und das mag ich sehr. Und ja, da merkt man auch direkt, es gibt ein paar Veränderungen, logischerweise. Der Roman kam in den 80ern raus, jetzt spielt es in den 90ern. Wolfgang Holbein hat zwar natürlich ein Händchen für Fantastik, aber er wusste natürlich auch nicht, wann das Metallica-Album kommt, was alle jetzt irgendwie begeistern wird. Also es gibt ein paar Anpassungen, die aber für mich auf jeden Fall funktionieren. Und vor allen Dingen, hier merke ich,
Ja, da ist das Konzept Serie auf jeden Fall wichtig, denn hier habe ich eine große, ja, und ausschweifende Geschichte, die ich aber auch Stück für Stück erzählen kann. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass in irgendeinem Moment man jetzt so auf der Stelle tritt, weil, hey, wir brauchen noch 10 Folgen, es muss so lang wie möglich werden, sondern wir sind die ganze Zeit dabei, dass die Geschichte irgendwie so auf Trab gehalten wird. Und ich war insgesamt auf jeden Fall ganz angetan und glaube auch, dass Fans von Wolfgang Holbein hier definitiv begeistert sein werden. Und daher kann ich nur sagen, der Greif bei Prime Video kommt natürlich auf die Watchlist. Außerdem freue ich mich jetzt, dass ich für euch Interviews geführt habe, sowohl mit dem Cast als auch mit der Romanlegende Wolfgang Holbein, eben zu diesem Projekt Der Greif. Erst einmal, ich bin total fasziniert davon, Sie haben ja wirklich zahlreich ist ja fast schon untertrieben, wie viele Geschichten Sie geschrieben haben. Und gleichzeitig gibt es ja trotz allem noch nicht unglaublich viele, die verfilmt worden sind. Also wie kam es jetzt auch dazu, dass wir zum Beispiel nun den Greif jetzt auch als audiovisuelles Werk uns ansehen können? Einer der Gründe, warum es so lange gedauert hat, bin natürlich ich. Vor 20 Jahren hätte ich gesagt, deutsche Fantasy im Film, lass mich bloß damit in Ruhe. Es ist einfach, sie konnten es nicht, schlicht und einfach. Das hat sich radikal geändert. Mittlerweile ist sowohl die Tricktechnik als aus Deutschland wirklich auch in hat Weltniveau erreicht. Viele Leute aus Hollywood kommen nach Deutschland, um sich die Tricks abzuholen. Es gibt mittlerweile ganz viele, es ist eine neue Generation. Es gibt viele Drehbuchautoren, Produzenten, Regisseure, Schauspieler, die mit der Fantastik im weitesten Sinne aufgewachsen sind. Und was ich mir tatsächlich noch gefragt habe, bei so vielen Werken, die Sie geschrieben haben, wie nah ist dann selbst nach über 30 Jahren so ein Werk wie Der Greif für Sie selbst noch? Also wie viel ist dann noch direkt präsent? Oder mussten Sie sich auch noch mal selber, ich habe eben aus Spaß gesagt, ja, vielleicht musste Herr Holbein das Buch auch selber noch mal lesen, noch mal alles auf dem Schirm zu haben. Also ich denke, von allen Beteiligten an dem Filmprojekt bin ich derjenige, der das Buch am wenigsten kannte am Anfang. Gerade Erl und Sebastian haben es mit Sicherheit 10-mal gelesen und ich musste ein paar Mal sagen, Leute, das stimmt aber so gar nicht, und dann klein beigehen und sagen, ihr hattet recht, ich war. Ich habe es dann nochmal aufmerksam gelesen und guck jetzt immer wieder mal rein, auch weil jetzt auch Lesungsanfragen kommen, ob ich in die Serie im Fernsehen läuft, Lesetouren machen etc. Also da musste ich mich wirklich einlesen, klar. Ging aber dann relativ schnell. Welche Änderungen oder Anpassungen auf die Hier- und Jetzt-Zeit, beziehungsweise die Geschichte spielt dann ja vor allen Dingen auch in den 90ern, haben Ihnen persönlich besonders gut gefallen, bei denen Sie gesagt haben, hey, das ist toll, da bin ich vor 40 Jahren ja gar nicht drauf gekommen oder konnte noch gar nicht darauf kommen. Was gefällt Ihnen da besonders gut, dass Sie sagen, nee, das ist eigentlich cool, dass das anders ist? Mir gefällt eigentlich, dass es jetzt ein Team ist, nicht nur eine Person, damals war es, glaube ich, ein 13-Jähriger, mein Held, sondern eigentlich 3 Leute. Und wenn man den Thomas noch dazu rechnet, dann sogar 4. Also das macht dann schon, das macht die Geschichte ein bisschen größer und runder. Dass einer der Hauptdarsteller Heavy Metal Fan ist, finde ich auch sehr sympathisch. Let's slay some fucking demons. Und was ich ja total schön finde, also auch, dass ihr ja jetzt quasi eine kleine Squad seid, die sich jetzt um das große, große Thema Der Greif dann in der Geschichte sich damit auseinandersetzt. Und alle eure Figuren haben ja auch, also man merkt ja, dass da alle tragen so ihr Päckchen mit sich, aber stürzen sich trotzdem in das Abenteuer. Was sind denn so Elemente bei euren Figuren, bei denen ihr sagt, boah, als ich gelesen habe, so bin ich oder das darf ich machen? Das fand ich total faszinierend. Also was mögt ihr an euren Figuren besonders gern? Memo ist halt so krass, dadurch, dass er auch diesen Gehfehler hat, dass er trotzdem alles mitmacht. Wo ich selber persönlich auch irgendwann gesagt habe, oh nee, Leute, jetzt ist Schluss. Immer so, nee, easy peasy, wir machen das. Und es ist ziemlich krass. Und er ist der beste Freund einfach. Ich schon beim Lesen, ich habe mich sofort verliebt. Ich mochte an Becky besonders, dass halt irgendwie diese unfassbare Resilienz zu spüren war. Also es passieren ja immer wieder Dinge, wo man irgendwie so niedergeschlagen wird, weil es gibt ja auch Kräfte in dieser Welt, die gegen uns arbeiten als Gruppe, die gegen Mark arbeiten, die ihn irgendwie zerstören wollen auf so eine gewisse Art und Weise. Und das lässt sich natürlich in vielen Momenten auch einfach so spüren, als Mann, jetzt geht's nicht mehr weiter oder jetzt
jetzt ist was Blödes passiert, wie machen wir weiter? Aber dieses ständige so, dieses Steh-auf-Männchen-Prinzip von, nee, das muss doch, wir finden jetzt eine Lösung. Also wir haben ein Problem und wir müssen eine Lösung finden und es muss irgendwie weitergehen. Und ja, der Mut, die Loyalität auch zu den Freunden und die Ehrlichkeit, die irgendwie zwischen allen, da also, zu allen Charakteren herrscht, die habe ich sehr genossen in dieser Rolle. Ich meine, ich habe Sachen gemeinsam mit Marc. Letztlich glaube ich, so am so der wichtigste Punkt ist, dass dass so soziale Bindungen für uns beide wichtig sind und was aber so ganz anders oder wo ich einfach ganz anders funktioniere, ist so dieses Ding mit der Wut. Aber so, ja, wie nähere ich mich diesem Zustand an oder wie fühlt sich das überhaupt an, Wut zuzulassen und so? Was ich an meiner Figur einfach unglaublich mochte, ist, ich bin selber großer, ist immer so albern, weil es so abgedroschen klingt, weil viele das sagen, aber ich bin wirklich sehr, sehr großer Fantasy-Fan und Thomas hat natürlich kommt mit diesen Dingen in Berührung, also die ganzen Texte, die er spricht, getrieben nicht von Realismus, sondern von sozusagen eben diesem Glauben an das Fantastische und das hat mir irgendwie einfach extrem viel Spaß gemacht und super gut gefallen, weil man auch mal ein bisschen mit anderem Stoff dann in Berührung kommt, was man normalerweise sieht, spielt, hört etc. Bei Magenta TV können wir jetzt wieder in die 60er Jahre von New York, noch konkreter sogar nach Harlem, eintauchen. Denn die dritte Staffel von Godfather of Harlem startet im Mai. They say a lion doesn't know that he's caged until he's let out. I got a taste of freedom. Now I just can't go back into the cage. In der dritten Staffel von Godfather of Harlem kämpft Oscar-Preisträger Forrest Whitaker in der Rolle des Bumpy Johnson weiterhin mit anderen Thronanwärtern. Genauer gesagt mit der kubanischen Mafia aus dem benachbarten Spanish Harlem. Ziel ist die Kontrolle über den gesamten New Yorker Stadtteil. Durch die Konfrontation mit den Kubanern geraten Bumpy, seine Angehörigen und seine Community nicht nur ins Fadenkreuz der rivalisierenden Italiener, sondern werden auch zur Zielscheibe rücksichtsloser lateinamerikanischer Attentäter. Schließlich spielt auch noch der CIA eine entscheidende Rolle. Godfather of Harlem schildert die Kollision der kriminellen Unterwelt im New York der 1960er Jahre mit der Bürgerrechtsbewegung vor dem Hintergrund einer in der US-amerikanischen Geschichte höchst turbulenten Zeit. The African leaders. I'll help you. I'll do whatever it takes. Das, was die ersten beiden Staffeln ausgezeichnet hat, ist zum Glück auch bei Staffel 3 wieder die große Stärke von dieser wirklich tollen Serie. Forrest Whitaker. Me, and me alone. Ist ein unglaublicher Schauspieler, der immer mit seiner Präsenz und teilweise auch nur mit einzelnen Blicken schon für Gänsehaut sorgen kann. Und um ehrlich zu sein, habe ich vor ihm auch immer relativ zügig dann nicht nur Respekt, sondern fast schon eine gewisse Angst und Furcht. Und auch gerade in dieser Rolle, ich möchte ihm in dieser Art und Weise einfach nicht begegnen. Dann ist dieses ganze 60er-Jahres-Setting, aber auch eben mit diesem historischen Verweis für mich total aufregend und spannend. Ich liebe es immer wiederum, in Welten bzw. in Zeiten einzutauchen, in denen ich selber noch nicht auf der Welt war und eben damit ganz, ganz viel aufsaugen kann. Und vor allen Dingen das Gefühl habe, so, ja, okay, jetzt weiß ich so ein bisschen, wie das abgelaufen ist, ohne dass es aber jetzt eine bierernste Dokumentation ist, sondern es ist in dem Fall total gute Unterhaltung, die auch noch gespickt wird mit einem sehr souligen, jazzigen Soundtrack und wiederum aber auch hier darauf geachtet wird, es muss eben nicht nur Musik aus den 60ern sein, sondern auch das wird immer wieder aufgelockert mit zeitgenössischer urbaner Musik und das finde ich aufregend, das macht Bock und alleine diese drei Staffeln einmal komplett bei Magenta TV zu sehen, sollte Pflicht sein. Wer die ersten beiden gesehen hat, startet jetzt eben direkt weiter mit Staffel 3 und bewundert Forrest Whitaker, wie ich es auch gerne tue. Seit Jahrzehnten gibt es Comicfiguren, die jede Person kennt. Und dann gibt es wiederum auch Geschichten, die auf jeden Fall, wenn man nicht in der Comic-Materie tief drin ist, die man irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte. So war es für mich auf jeden Fall bei Guardians of the Galaxy. Und so überraschend wiederum war aber auch das Ergebnis mit einer sehr humorvollen und vor allen Dingen auch herzlichen Variante eines großen Comic-Blockbusters. Wir dürfen uns freuen, der dritte Teil kommt jetzt Anfang Mai ins Kino. Also ist es so, ich bin Star-Lord. Ich habe die Guardians gegründet, habe ein Mädchen getroffen, mich verliebt. Sie ist gestorben, aber kam dann zurück.
Im dritten Guardians of the Galaxy Film gewöhnt sich unsere geliebte Gang von Außenseitern langsam an ihr Leben auf Nowhere. Aber es dauert nicht lange, bis ihr Alltag durch Rockets turbulente Vergangenheit auf den Kopf gestellt wird. Peter Quill, der immer noch sehr unter dem Verlust von Gamora leidet, muss erneut sein Team zusammenbringen, um mit vereinten Kräften das Universum zu verteidigen und Rockets Leben zu retten. Eine Mission, die, sollte sie nicht erfolgreich verlaufen, möglicherweise zum Ende der Guardians, wie wir sie kennen, führt. Bis zu dem Zeitpunkt, als Guardians of the Galaxy das erste Mal auf der großen Leinwand erschien, waren für mich Comicverfilmungen meistens etwas sehr Ernstes. Klar, die ersten Marvel-Verfilmungen aus dem Marvel Cinematic Universe, die hatten natürlich auch schon einen gewissen Grad an Humor. Aber wie das Ganze mit Guardians of the Galaxy aufgebrochen wurde, das war schon echt schön zu sehen, denn ja, sonst wird immer die Welt gerettet und das ist eine ernste Angelegenheit. Mit Guardians war es dann eben direkt sehr anders. Wir haben nicht so die typischen Helden. Man merkt auch, dass so gerade das Zwischenmenschliche da eine sehr große Rolle spielt. Und vor allen Dingen haben wir hier auch einen sprechenden Baum, der immer nur einen Satz sagt, aber alle immer wissen, was Groot sagt. Also das war schräg, das sah fantastisch aus und vor allen Dingen hat es tierisch viel Spaß gemacht. Und da kann ich auch sagen, ich bin ein riesen Guardians-Fan, denn das sind für mich auf jeden Fall Filme, für die steht für mich das große Popcorn-Entertainment-Kino, weswegen ich es auch liebe, mit vielen Menschen einen Film zu schauen. Der dritte Teil, der steht dem Ganzen natürlich jetzt in nichts nach, denn auch hier gibt es wieder sehr, sehr viele Gags. Wen auch immer du da geliebt haben willst, sie klingt mehr nach ihr. Sie? Total lächerlich. Ganz sicher nicht. Lass den Scheiß! Was denn? Sehr sympathische Figuren, natürlich auch eine große Herausforderung in der Galaxie, die gelöst werden muss. Aber für mich ist das immer eher so, ich habe das Gefühl, ich bin mit so Kumpels unterwegs und könnte auch Part von den Guardians sein, auch wenn ich nichts kann, wäre ich nicht der Einzige. Also das ist irgendwie total charmant und total cool und daher freue ich mich, dass es endlich weitergeht, nachdem mir jetzt nicht jeder neue Comicfilm, ob das jetzt bei DC war oder Marvel oder eine Serie war, so übermäßig gefallen hat. Für mich ist es total spaßig, die Guardians zu sehen. Und daher kann ich nur sagen, ab damit auf die Watchlist und ihr Abmarsch ins Kino, denn die Guardians sind endlich wieder da. Der deutsche Regisseur Peter Thorwarth hat erstmal in den 90ern mit der Bang Boom Bam Trilogie auf jeden Fall für Furore gesorgt. Jetzt ist er aber auch bei Netflix mittlerweile sehr erfolgreich. Sein zweiter Film läuft bald auf dieser Plattform, nämlich Blood and Gold. Desertion ist Verrat, Lanze. Verrat um Führer. Verrat um Vaterland. Verrat. Wir sind ein Volk von Mördern. Die Gier nach einem versteckten Goldschatz führt den fanatischen SS-Anführer von Starnfeld und seine marodierende Truppe in das Dorf Sonnenberg. Dort treffen sie nicht nur auf den erbitterten Widerstand der Dorfbewohner, sondern auch auf den desertierten und kampferprobten Wehrmachtssoldaten Heinrich und seine Verbündete Elsa. Heinrich und Elsa verbindet die Liebe zu ihrer Familie und der Wille zu überleben. Und den werden sie brauchen. Wir haben den Schwachkopf. Könnt ihr etwas Hilfe gebrauchen? Sieg! Es ist für mich tatsächlich gar nicht so einfach, Blood and Gold so richtig einzuordnen. Auf der einen Seite hatte ich in vielen Momenten so leichte Quentin Tarantino in Glorious Bastards Vibes. Jetzt vielleicht nicht auf diesem überbrillanten Niveau dieses Films, aber man spürt, dass hier eine Geschichte erzählt wird, dessen Ernst nonstop allen bewusst ist, aber man versucht hier doch an der einen oder anderen Ecke auch mit dem einen oder anderen B-Movie-Element das Ganze ein bisschen aufzubröseln, aufzulockern ist vielleicht auch irgendwie das falsche Wort, aber man spürt einfach, ja, es ist eine ernste Geschichte, es ist vor allen Dingen aber insgesamt sogar eine kleine Geschichte. Aber erst müssen wir ein paar Nazi-Schweine jagen. Und spätestens ab dem ersten Moment, wenn man merkt, jawohl, Gewaltdarstellung, die wird hier ein wenig übertrieben und vor allen Dingen aber fast schon ja, comic-resk in Szene gesetzt. Also man sagt da ja auch gerne zu, da ist ein bisschen Gore, also es spritzt auf jeden Fall mehr, es ist etwas expliziter. Also ist es für mich ein Film, der eine Geschichte zur Zeit des Nationalsozialismus erzählt, da natürlich auch die entsprechende Haltung hat, aber dennoch stilistisch sehr, sehr viel
drin rumbastelt und so ein sehr spannender Genre-Mix draus geworden ist, der auch völlig zu Recht beim Fantasy-Filmfest eben läuft, weil genauso in dieser Nische findet der nämlich gut Platz. Und ich kann sagen, ich bin unterhalten worden, ist jetzt definitiv nicht mein Lieblingsfilm dieses Jahr, aber das glaube ich auch in Ordnung, aber er ist solide gespielt, er macht an bestimmten Stellen so von der Art und Weise, wie auch Action in Szene gesetzt wird, durchaus Spaß im Sinne von, dass er unterhält und ich kann nur sagen, Peter Thorwart, wenn du so weitermachst, gerne, ich nehme auch einen weiteren Film und setze hiermit Blood and Gold bei Netflix auf die Watchlist. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude und Spaß an dieser Folge Watchlist wie ich. War ja wieder einiges dabei und damit ihr nochmal den Überblick bekommt, was startet eigentlich wann und vor allen Dingen wo, dafür machen wir die Sendung. Ja, gibt es für euch hier noch einmal die Übersicht, schaut da gerne rein. Und vor allen Dingen, wo ihr auch auf jeden Fall reinschauen solltet, ist natürlich die nächste Folge Watchlist im Juni. Auch da warten wieder Highlights auf euch. Jetzt aber erstmal die Mai-Highlights durchsuchten und dann sehen wir uns ganz, ganz bald wieder hier bei der Watchlist. In diesem Sinne, macht es gut, bleibt gesund und bis bald.